Plätze zum Entspannen und Ausruhen und manchmal auch zum Arbeiten. Der Garten ist mittlerweile wie ein zweites Wohnzimmer. Um einen Sitzplatz im Garten so richtig genießen zu können, sollte es aber neben dem Alltagssitzplatz auch Möglichkeiten zum Verweilen geben. Wir haben eine Gartenbesitzerin besucht, die sich den romantischen Traum eines Cottage-Gardens erfüllt hat und ihren Sitzplatz inmitten eines bunten Staudenbeets anliegen ließ. Doch so sah es vor einigen Monaten hier noch nicht aus. Wir sitzen jetzt hier in einer Unkrautwüste im Prinzip, wenn man jetzt mal so ein Jahr zurückdenkt. Brombeeren überall rumgewuchert, ein verfallener alter Bauerngarten, der mal gut gepflegt und voller Gemüse war, als ich noch nicht wieder geschafft habe und als mein Mann noch gelebt hat. Und das ist mir alles über den Kopf gewachsen. Und dann gab es jetzt irgendwann zwei Möglichkeiten. Entweder man macht nur Wiese oder man geht die Sache richtig an. Und ich wollte immer schon einen Sitzplatz, in dem man sich einfach entspannen kann. Und in der Wellness, in so einem Wellnesshotel, haben mir immer diese Schwebeliegen so gut gefallen. Und jetzt habe ich mir da eine ausgesucht und der Garten ist quasi um diese Schwebeliege entstanden. Wir haben hier dann noch einen zweiten Traum von mir erfüllt. Und zwar diese irischen Cottage-Gärten, die eine klare Struktur haben, aber im Beet dann alles durcheinander, ineinander reinwächst und alles blüht und Schmetterlinge und Bienen summen und alles. Das war mein Ziel. Ein Cottage-Garten? Was kann man denn darunter verstehen? Das haben wir einen Staudenexperten gefragt. Cottage-Garten ist so was, was aus dem Englischen kommt. Ist ein bestimmter Stil von Staudenpflanzungen. Das sind bestimmte Mischungen, die harmonieren oder die man einfach auch passend macht. Und da ist zum Beispiel dabei die Glockenblumen oder der Lein. Und dann so kerzenförmige Blumen wie die Prachtscharten oder die Fachlilie. Also Kerzen und dann Körbchen wie die Korbblütler von der Margrethe. Und diese Abwechslung, das bringt den Pep rein. In den Staudenbeeten eines Cottage-Gartens geht es also wild zu, aber in einem geordneten Rahmen. Hier wurden Randsteine verlegt, die keine strenge Form aufweisen. Man kann aber auch geometrische Beete anlegen. Vor allem sind es die Pflanzen, die den Charakter des Cottage-Gartens ausmachen. Eine darf dabei aber nicht fehlen, die Rose. Egal ob als Kletterrose, die einen Rosenbogen erobert, oder als Rosenstämmchen. Sie gehören definitiv in einen romantischen Cottage-Garten. Dieser Bogen stammt übrigens noch vom verstorbenen Mann der Gartenbesitzerin. Und er sollte unbedingt einen neuen Platz im Garten als Erinnerung bekommen. Was musste denn in dem alten Garten verändert werden, damit es ein neuer Gartentraum wird? Ja, also im Endeffekt ist es ja so, dass es wichtig ist, erstmal zu wissen, wo fangen wir an. Wo kommen wir hin mit unseren Baumaschinen und wie können wir die Masse an Material sozusagen hier wegschaffen. Wir reden jetzt hier in der Fläche von 110 Tonnen Aushub, was wir rausarbeiten mussten. Natürlich mussten wir viel abgraben, weil ja auch Wurzelstöcke und viele Wurzelreste auch drin waren, um die Vorbereitung für den Rollrasen auch gut zu geben. Um einen passenden Sitzplatz im Garten einzurichten, sollte die Sonne im Tages- und Jahresverlauf genau beobachtet werden. Ost- und Nordlagen werden eher als zu schattig und kühl empfunden. Frau Nachtnebel hat ihr sonniges Plätzchen direkt neben dem Staudenbeet anlegen lassen. Bei der Gestaltung des Sichtschutzes wurde hier ein besonderes Material verwendet. Also beim Sichtschutzelement ist es so, dass wir geschaut haben, dass das zueinander passt zum Nachbarn, weil er den Farbton Rost schon vorgegeben hat, war dann Cortenstein quasi unsere Auswahl. Und was da wichtig ist, dass die sich ja miteinander sehr gut verstehen in der Nachbarschaft. Deshalb haben wir das Ganze ein bisschen lockerer gestaltet und dass es nicht ganz so abschirmt. Doch was kostet denn so eine Umgestaltung? Also wir haben ja jetzt hier den Rollrasen verlegt, der war jetzt grob 200 Quadratmeter ungefähr. Und wenn man die ganze Umsetzung betrachtet mit allen Materialien, die wir hier verbaut haben, die Zeit war ungefähr anderthalb Monate und wir sind hier in einem Wert von 300 bis 400 Euro pro Quadratmeter. Ein Sitzplatz ist immer dann gelungen, wenn er zum Entspannen einlädt. Und das macht Frau Nachtnebel am liebsten in ihrer Wellnessliege. Während sie ihren Sitzplatz schon genießen kann, wird in ihrem Garten der letzte Feinschliff gemacht, Gehölze in Form gebracht und auch schon erstes Unkraut gejätet. Dann steht der ersten Gartenparty nichts mehr im Wege. Und da sich das ganze Team so bemüht hat, sind auch die Gärtner dazu eingeladen.
Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.